Ich habe an Zutaten schon einiges erlebt, aber im heutigen Bier ist angeblich Saurierblut drin. Welches Bier das ist, das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich, dass ich heute mal wieder ein Bier aus Deutschland auf den Kanal bringen kann. Und dann tatsächlich ein relativ besonderes Bier, denn es wird Saurierblut gebraut. Nee, steht zumindest auf der Homepage. Und ich habe mir schon gedacht, als ich das gelesen habe, da haben schon Leute Ärger gekriegt, weil sie ihr Bier Einhornbier genannt haben und dann kein Einhorn drin war. Und Saurierblut hätte ja auch drauf sein müssen. Aber ich habe dann mal auf der Flasche geschaut. Auf der Flasche steht es dann auch nicht mehr. Und zwar ist das der Frenzelbräu Tyranno Saurator. Und diejenigen von euch, die sich so ein bisschen in der Namensgebung von Bieren auskennen, dieses Ator hinten dran, das steht für ja, die Bockbiere oder die stärkeren Biere zumindest. Und dieses hier hat 16,7 Grad Plato Stammwürze, also und ist damit 0,7 über der Bockbiergrenze, 6,4 Volumenprozent Alkohol. Und wie gesagt, kommt von Frenzelbräu und es ist leider zu meinem Leidwesen. Ich hätte gerne mal ein Bier mit Saurierblut getrunken. Es ist nur Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und untergärige Hefe drin. Und jetzt ist die Frage, wie kommt eine Brauerei aus Bautzen auf die Idee, ihr Bier Tyrannosaurator zu nennen? Naja, die haben wohl in der Nähe in Kleinwelka haben die einen Saurierpark. Und vermutlich gibt es da irgendwie eine Kooperation in der lokalen Gastronomie vom Saurierpark gibt es dann das Bier oder vielleicht kann man mit dem Leergut dann, keine Ahnung, vielleicht gibt es da irgendwie Kooperationen. Jedenfalls finde ich das ganz nett, wenn sich so Unternehmen in der Region dann auch unterstützen. Und wie gesagt, die Dinosaurier sind nicht in der Flasche, auch kein Blut drin, sondern da ist nur ein Bock. So, wie bei Frenzelbräu übrig, diese wie nennt man das eigentlich? Das Hütchen hier oben drauf. Da gibt es sicher einen Fachbegriff für. Und schau mal, wie rötlich das Ganze denn dann tatsächlich ist. Ja, schau. Also Saurier haben eher etwas dünkleres Blut und damit ist es vermutlich auch kein heller Bock, sondern ein dunkler Bock. Ziemlich sicher sogar. Haftet herrlich am Glas, schöner beiger Schaum und ja, eine eher dunkelbraune, leicht rötlich schimmernde. Insofern, da ist schon so ein bisschen was vom Saurierblut zu sehen. Bernsteinfarbe und ich würde sagen, es ist auch verhältnismäßig umgetrübt. Oh. Also es geht schon ein bisschen alkoholisch zu. Es hat so eine leicht likörige Note, auch so molassig süß. Karamell, dunkles Malz natürlich, Röstmalze, aber alles so im süßlichen Bereich. Bisschen Lakritz vielleicht. Also, das ist nicht so schlecht von der Nase her. In diesem Sinne, cheers. Es ist nicht so süßlich, wie es die Nase hat befürchten lassen. Ich bin, sage ich fairerweise ja auch immer dazu, bin so kein Freund von diesen schweren, süßlichen Bieren. Also mit einem Met kann man bei mir relativ unbeschadet an mir vorbeigehen. Da werde ich nicht neidisch. Aber das hier, muss ich sagen, ist dann im Trunk deutlich weniger süß. Und das finde ich toll. Hat eine schöne, dezente Bittere, die sich so ein bisschen mit den röstmalzigen Noten matcht. Brotig, nussig, also schon sehr malzdominierend dieses Bier. Es ist auch ein Bier, von dem ich sage, und ich habe es mir extra jetzt so ein bisschen wärmer werden lassen, ein bisschen wärmer, also ich denke mal so um 10 Grad. Vielleicht ist das auch noch fast ein bisschen zu wenig. Dieses Molassige ist noch da, ist so ein bisschen schöne Trockenfrucht. Da aber halt alles so einem sehr schönen, vollmundigen Mundgefühl, sehr weich, sehr cremig. Toller Körper.
voller Körper vor allen Dingen, dezente Kohlensäure, passt natürlich hervorragend zu so einem Bier. 6,4 Volumenprozent, das ist ja gar nicht so viel eigentlich. Wenn man überlegt, was man für Böcke manchmal vorgesetzt bekommt, da wird es dann schon manchmal schon fast zweistellig. Ja, das ist schon. Also, aber so 8, 9 ist ja jetzt nicht völlig aus der Welt. Und tolle cremige Textur. Sehr feines Bier. Und hinten im Nachtrunk, bleibt süßlich. Dieses Molassige geht so ein bisschen in so eine sirupartige Konsistenz über. Kräuteriger Hopfen ist mit dabei. Bittere bleibt und das ist ein toll balanciertes Bier, muss man sagen, weil das Malz doch relativ gewaltig ist und die Bittere immer dann so ein bisschen so leicht herben Noten auch da reinschiebt und dieses Bier dann zum Ende bringt. Und es ist ein Bock, wo ich sagen muss, puh, der hat schon ordentlich Charakter. Also das ist nicht so einer, der ja in weit nur alkoholisch, vollmundig und süßlich schwer ist, sondern da hat sich einer richtig Mühe gegeben und richtig Gedanken gemacht und es ist ein tolles Produkt rausgekommen. Und ich gebe jetzt auch ehrlich zu, als ich das so gelesen habe mit den Dinosauriern, habe ich mir gedacht, okay, wirkt jetzt nicht so übertrieben spannend. Das Bier, muss ich ganz ehrlich sagen, ist was ganz anderes. Sehr fein. Und deshalb gibt es, was ist denn das für ein Neuner da drauf? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Schaut mal, hier ist auf dem Etikett ist eine 9 drauf. Warum ist da eine 9? So, wer mir sagen kann, wofür die 9 ist, lass ich mir was einfallen. Aber ja, also eine 9 auf dem Etikett, keine Ahnung, 9 Punkte kann ich nicht vergeben, aber ich gebe 4,5 Punkte, nämlich genau die Hälfte für das Frenzel Tyranno Saurator und das ist fast das Maximum, was ich vergeben kann. Das ist wirklich ein schönes Bier und ich muss jetzt mal versuchen, an dieses Senfbier ranzukommen. Eine Bautzner Brauerei, die Senfbier braut und ich habe es noch nicht probiert. Fast eine Schande für mich. Ich sage an dieser Stelle danke fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert und ich habe jetzt ein sehr, sehr schönes Bier, mit dem ich das Abendessen genießen kann und verabschiede mich dann bis morgen. Dann gibt es nämlich das nächste Video und das könnt ihr sehen, wenn ihr vielleicht auf Abonnieren klickt und mir ein Abo da lasst. Ich sage danke fürs Zuschauen, bis dann. Tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.